Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario. Ja, wir sind auf dem Weg in die Geröllburg, um da irgendwelche Steine zu kriegen, um zu Loga zu kommen. Oh, das war nicht so intelligent. Okay, als erstes den hier mal auf den Rücken befördern. Ganz wichtig. Dann Gumprina. Kill mal den süßen kleinen Kumba, also deinen Artgenossen. Ist es eigentlich so irgendwie so Mord dann bei denen? Ich meine, wenn sie einfach so einen Kumpel von ihr eigentlich killt, dann ist es jetzt eigentlich nicht so, dass man sagen würde, boah, passt schon. Und machst nochmal Kopfnuss. Okay, der ist down. Vielleicht ist er auch einfach ein böser Gumba und es gibt dumme, böse Gumbas. Oh, wir sind Level Up, was? Level up! Super, was nehmen wir? KP, BP oder OP? Ich nehme KP. Macht das immer nach der Reihe. Also erst KP, dann BP, dann OP, wieder KP. Ein Powerblock. Die Dinger sind echt nützlich. Also ich mag Powerblöcke. So. Angst, hochzuhüpfen und ihn aufs ihn auf den Kopf zu hüpfen. Ich glaube, das ist echt eine verständliche Angst. So. Yay, cool. Dann hüpfe ich mal kurz auf den anderen Körper drauf. Was er auch für komische Brustbewegungen da gemacht hat. Das sah sehr interessant aus. Okay, er zappelt hier in Ruhe und ich gebe ihm den Rest. So, perfekt. Nehme ich. Ja, Sternpunkte sind nicht schlecht. Dachte mir gerade so, boah, was passiert wohl, wenn ich volle Münzen habe, also 100 Münzen, ist mir aufgefallen, da passiert hier gar nichts. Ich bin einfach nur blöd. Es ist so schön, andauernd die Knöpfe zu verwechseln. Es ist so lustig. Die Viecher sehen nicht so cool aus. Ich habe in die falsche Richtung gehauen. Hallo Bros. Darf ich einen Hammer? Seid ihr dann down oder eher nicht so? Okay, das macht ihnen gar nichts aus. Okay, ihnen ist schwindelig. Was machen wir? Wir nehmen einen Powerblock, weil wir davon einfach ein paar haben. Und ich glaube, gegen Powerblock reagieren die ein bisschen. Perfekt. So soll das. Perfekt, dann können wir jetzt weitergehen. Ich hoffe, uns erwarten nicht weitere von diesen Gegnern, die ich irgendwie nicht besiegen kann. Ich habe ihn erwischt. Der andere hat so einen komischen Panzer bei sich. Ich glaube, den hinteren kill ich dann zuerst. Nicht, dass er das einsetzt. Ich glaube, das ist so ein Verteidigungspanzer. So. Beide kommen nicht mehr hoch. Perfekt. So, und sie geht jetzt auf den hinteren. Okay, der hintere ist schon mal down. Jetzt haben wir nur noch einen. Und den sollten wir jetzt auch haben. Cool. Yay, wir haben es geschafft. Es läuft echt bei uns. Da liegen ein paar Münzen. Ich muss mal ganz kurz auf mein Handy, da spinnt gerade irgendwas. So. Dann gehen wir mal weiter. So. Münze. Ja, am Anfang jetzt die Gegner, die mache ich noch, aber irgendwann mache ich dann die Gegner nicht mehr. Dann weiche ich denen dann aus. Also wenn die halt dann echt easy sind, okay, scheiße, wir hätten den echt von oben erwischen sollen. Und wir müssen mit ihr den hinteren killen, ansonsten killt der, glaube ich, uns. Cool. Sehr erfolgreich, wenn ich es jetzt also verkacke, dann ist er trotzdem tot. Das ist schon mal gut. Aber wir kriegen nur noch 2 statt 3 Sternpunkte für den. Also wir merken hier schon, die werden hier langsam zu schwach für uns. Was sind auch schon 2 Sternpunkte? Das ist eigentlich nichts. So.
6 Sternpunkte, geil. Feuerblume. Ich renne irgendwann in meinem Verderben wegen Münzen oder Feuerblumen. Ich sehe es jetzt schon. Oh. Die sehen mir auch so aus einem kleinen Powerblock aus. Das war dämlich. Ich werde nicht nochmal A drücken. Das war schon dämlich genug. So ein Powerblock für euch beide. So. Direkt mal hier 14 Sternpunkte. Nehme ich doch gern. Also ganz ehrlich, dafür braucht man halt einen Powerblock, weil ansonsten hockst du da dran und kannst eine Runde tüfteln, wie es weiterkommst. So, und alles Gute ist 3. Das heißt, jetzt kommt der Endboss. Vermutlich. Ja. Meine Erstangriffe folgen halt immer. So. Es ist eigentlich egal, mit wem ich als erster angreife, wieso das so ein Problem haben, weil wir den hinteren nicht killen können. Und dann kriegt sie mal Schaden, das ist auch nicht so schlimm. Sie kriegt meiner Meinung nach viel zu selten Schaden. Nee, ich krieg den Schaden, weil wir so fair sind. Dann kill ihn jetzt bitte. So, jetzt haben wir vielleicht ein Bingo. Nein. Warum denn auch? Also wie gesagt, Bingos, das ist hart an der Realität vorbei, dass es oft vorkommt. Hey, wir haben schon fast wieder 50 Sternpunkte. Nicht schlecht. So. Die Feuerblume. Ich habe sehr viele Feuerblumen, ist mir so aufgefallen. Nein, ich habe zu viel dabei. Was werfe ich denn weg? Warte mal, wir werfen mal eine kurze Feuerblume weg und nehmen Pilz. Nein, ich wollte auf meine Items zugreifen. Ich wollte einen Pilz nehmen. Mario. So. Jetzt hole ich mir die Feuerblume wieder. Perfekt. Jetzt brauchen wir uns da auch nicht für 10 Münzen heilen, weil wir jetzt uns praktisch selber geheilt haben. Weil wir cool sind. Oh Gott. Ich hau mal den hinteren um, weil der mich mehr beeindruckt, wenn er mich angreift. Man sieht, wie wichtig Erstangriffe sind. So, aber wir haben uns verteidigt. Alles in Ordnung. Und wir haben gleich die Chance auf 3 Pilze, wo wir sie halt gerade gar nicht brauchen. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Einfach, dass wir mal ein Bingo zusammen haben. Aber nein, kein Bingo für uns. Da machen wir mal eine Kopfnuss auf diesen süßen geilen Körper. Ich glaube, nein, der ist noch nicht down. Okay, ich dachte jetzt eigentlich, dass er down ist, aber okay. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. So, ein Herz für Mario und weiter geht's ab in die Burg. Da können wir speichern, wenn man einen Speicherblock sieht. Sollte man das vielleicht auch machen, so. Und theoretisch, das ist die Geräuburg. Nein, ich wollte was anderes schauen. Ich drücke nur mal den falschen Knopf, weil ich blöd bin. Okay, ja, ich bin voll, pass. Hallo. Ich habe Angst vor dir. Ich glaube, da brauchen wir einen Powerblock. Wow. Wie schön, wieder Besucher in diesen Mauern zu sehen. Der Grund deines Kommens ist, diese Burg ist wohl bekannt. Du bist auf der Suche nach den Sonnen- und nach dem Mondschlüssel. Nun dann musst du gegen mich zum Kampf antreten. Solltest du gewinnen, so gebe ich dir den Weg zu den beiden Schlüsseln frei. Solltest du aber verlieren, so wartet dich ein grausames Schicksal. Ein wahrhaft extrem grausames Schicksal. Ja, klar. So sei es dann. Es gibt keinen Kommen mehr für dich. Yeah, yes, Quizmaster. Sind hier jetzt bei Wer wird Millionär? Es ist soweit Zeit für das große Geräuburg-Quiz. Du siegst, wenn du auf 5 Fragen der Folge, auf 5 der folgenden Fragen richtig antworten kannst. Wenn du aber 3 Fehler machst, erwarte ich ein grausames Schicksal. Kommen wir nun zu Frage 1. Welchen Schatz bergen die Mauern dieser Burg? Ja, den Sonnenschlüssel. Bist du sicher, ja?
Emporen. Das ist richtig gut. Das war eine leichte Frage. Aber jetzt wird es schwieriger. Es geht weiter. Und jetzt Frage 2. Wie viel kosten ein Pilz im Laden und eine Vollblume zusammen? 5 und das andere 8, also 12. Krumm, das ist richtig. Gut, das war eine leichte Frage, aber es wird schwieriger. Es geht weiter. Es wären 13 gewesen, was ich gerade ausgerechnet habe. Ich bin blöd. Zu Frage 3. Wie heißt der Bürgermeister von Blütenwalde? Copperfridge? Scheinbar nicht. Okay, ja, ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe mir gehört, Bürgermeister Pinkes aus. Ganz einfach, wo war das? Ist das Sternville? Lugatzburg. Großartig, das ist richtig. Gut, das war eine leichte Frage. Es geht weiter. Zu Frage 5. Wie kommt man von Rohling ins Feuer? Durch eine Röhre mit einem Kart. Bist du sicher? Ja. Grill, das ist richtig. Schon 4 Fragen korrekt beantwortet, aber nimm dich in Acht. Die nächste Frage wird unglaublich schwer. Und jetzt Frage 6. Welches dieser Folgenwesen hat Hände? Kopper, Gumba, Koppers? Bist du sicher, ja? Yay, wir haben es geschafft! Leute, wir haben es. Das war richtig. Du hast 5 richtige Antworten. Du hast gewonnen. Cool, wir haben es geschafft. Oh, meine Zehe tut so weh. Verdammt, wie konnte ich nur verlieren? Gut, du magst passieren. Wenigstens hält er seine Versprechen ein. Schon mal sehr nett von ihm. Grrr. Okay, wir speichern mal vorsichtshalber, weil ich weiß, was da unten jetzt kommt. Und das könnte eventuell anstrengend werden. Aber auch nur eventuell. So, wir sind hier unten. Und hier gibt es einen Block. Ein Multisprung. Nein, ich wollte nicht hin. Ihre Information mir anzuhören, ist ja echt die Hölle. So, wo gibt es denn die Ohren? Multisprung, so. Wenn man sowas findet, sollte man es vielleicht anlegen. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Pussy! 2 Stück. Yay! Was, der ist nicht down? Wer diese netten Wesen vor uns nicht kennt, das sind Fuzzis. Oder Fassis, wie sie auch manche Leute nennen. Sagst du denen immer Fuzzi? Und die saugen einen die BP aus. Außer man ist gut im Verteidigen, aber das war gerade ein großes, großes Glück. Okay, er ist down drauf. Okay. Erster Angriff erfolgreich. Ja. Es ist mir egal, ob ihr irgendjemanden heilt. Ich mach die jetzt einfach mal down, alle. Schlimmstenfalls dauert es halt eine Runde länger. Chance. Hier Giftpilz, sag ich doch. Mist. Ja, und er wendet jetzt den Pilz auf ihn an. Das ist eh schon scheißegal gewesen, aber hey. Hey Dragon, wir spielen gerade eine Runde Paper Mario im Live-Let's Play. Also bis jetzt mitten auf YouTube. Und wir killen ja gerade ein paar Fuzzis. Yay! Man kann hier aber gut leveln. Ja, toll, hat nicht so funktioniert. Bei mir fehlt doch eigentlich eh kein Leben. Und dann greift er mich trotzdem an. Das ist unfair. So, und down ist er. Okay, cool. Aber dann würde ich an dieser Stelle mal sagen. Okay, ich habe zu viel Zeug. Ich wirf den Pilz weg.
Obwohl, ich kann einen Pilz nehmen und dann den aufheben. Das ist eine Idee. Wo ist der Pilz da? So, Items. Kurz den Pilz nehmen. Auf Mario. Ich meine, zwei Leben sind auch was. Okay, ich würde jetzt einfach mal sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Paper Mario und die Legende von Mewtwo. Bis dahin. Tschüss.